Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Heute ist der Tag des Heils. Lass uns ihn anbeten und ihm Lob singen. Wenn du manchmal diese Aussagen hörst, dann kann es sein, dass du in einer Situation feststeckst, wo du dann sagst, nein, das kann ich nicht. Mir geht es jetzt so schlecht, ich bin so angefochten, ich kann mich jetzt nicht freuen, ich kann doch jetzt nicht Lobpreis machen. Wusstest du, dass Lobpreis ein Türöffner ist für Gottes Wirken in deinem Leben? Wusstest du, dass Lobpreis etwas ist, was dich auf eine völlig neue Ebene hebt? Wo du ausgerichtet bist auf den Herrn, wo du sagst, ich preise dich, Herr, auch wenn die Dinge in meinem Leben jetzt so sind, wie sie sind. Aber ich preise dich, denn ich weiß, du wirst einen Weg machen, wo ich keinen Weg sehe. Du wirst das, was ich für unmöglich halte, möglich machen, weil du Gott bist in meinem Leben. Wenn du den Herrn anbetest, wirst du einen Weg öffnen können, dass seine Gnade und seine Freude und seine Kraft neu in dein Leben fließt. Ich habe das wirklich ganz oft erlebt. Wenn ich krank bin, dann ist das meine erste Agenda, dass ich Lobpreis höre. Denn im Lobpreis haben wir eine Waffe in der Hand, die gegen die Attacken des Feindes ausgerichtet ist. Wir preisen den Herrn, wir loben ihn, weil er Gott in unserem Leben ist und er die Kraft hat, die Dinge zu verändern. Lobpreis ist etwas, wo du die Wahrheiten Gottes singst, nicht nur sprichst, nicht nur darüber nachsinnst, nicht nur liest, sondern du singst die Wahrheiten Gottes in diesen ganzen Raum, der dich umgibt. Lass dir nicht den Mund zuhalten vom Feind, dass du Gott nicht Lobpreis bringen möchtest. Das ist die Absicht des Feindes. Er möchte nicht, dass du Gott anbetest. Das ist etwas, was der Feind als erstes unterbinden möchte in deinem Leben. Keinen Lobpreis Gottes. Der Feind wollte immer den Lobpreis für sich. Deswegen wird er alles unternehmen in deinem Leben, dass du nicht in den Lobpreis kommst. Dass du sagst, oh, das Lied gefällt mir nicht, die Musik gefällt mir nicht, es ist mir zu laut, ach, das ist ja gar nichts, ach, wir singen das Lied ja nicht wirklich und immer wieder wiederholen wir die gleiche Zeile. Das sind alles Dinge, die der Feind in deine Gedanken streut, damit du nicht in die Position kommst, Gott Lobpreis zu bringen. Lobpreis ist eine Waffe in deiner Hand, in deinem Mund. Singe die Kraft Gottes in den Raum hinein. Singe die Wirkungen des Wortes Gottes in dein Leben hinein. Lass dir nicht den Mund zuhalten. Ich erlebe das ganz oft, dass Menschen da stehen und wie zusammengesackt sind in Inaktivität und nicht dahin kommen, dass sie in den Lobpreis Gottes hineinkommen. Im Lobpreis connectest du mit Gott. Du kommst ganz dicht an ihn ran. Du bist ganz dicht in dieser Atmosphäre, ihn anzubeten. Dein ganzer Mensch, deine Seele, dein Geist, alles, dein Körper können in diesem Lobpreis aktiv werden. Und du wirst merken, dass die Dinge in deinem Leben nicht mehr die Kraft und Macht haben, dich runterzudrücken. Ich habe Zeiten erlebt, wo ich krank war, wo ich wirklich Lobpreis mir angehört habe, ganz leise, weil ich einfach so viel Schmerzen hatte. Aber ich habe gemerkt, sie waren wie Tropfen des Heiligen Geistes in meinen Geist hinein. Und damit hatten sie Auswirkungen auch auf meinen Körper. Wenn du krank bist, höre Lobpreis. Denn Krankheit hat oft etwas an sich, uns in Schmerzen zu halten. Und wenn wir uns auf die Schmerzen konzentrieren, werden wir noch mehr Kraft verlieren. Lobpreis bringt dich weiter, bringt dich höher zu Gott, bringt dich in Kraft, bringt dich in Autorität und sie bringt dich dahin, dass du eine scharfe Waffe gegen den Feind in deinem Mund hast. Ich lade dich ein, denk neu über die Kraft des Lobpreises nach. Lade dieses in dein Leben rein, dock dich da an, halte das fest.
und steh auf im Lobpreis, denn Gott hat mehr für dich.